Hallöchen. So, hallo, Hallöchen, auch von mir. 2 Monate hat es gedauert zwischen der vorletzten Folge und der letzten. Nicht mal einen Tag zwischen der letzten und dieser hier. Wilde Zeiten. Apropos, wir spielen Black Mirror und wir versuchen mal direkt reinzugehen ins Spiel. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, was haben wir gestern geschafft? Beziehungsweise nicht geschafft. Wie laden wir das Spiel? Ich glaube, es war die 2. Wir waren am Ende so ein bisschen stuck. Okay, ich zugegebenermaßen. Aber ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Und auch das ist sehr positiv formuliert. Ich habe nachgeguckt, wie es weitergeht. Ich wäre aber auch nicht drauf gekommen. Es war nur eine Kleinigkeit, die mir gefehlt hat, beziehungsweise die ich übersehen habe. Recap. Was sind die aktuellen Goals? Zum einen erwarten wir ein Paket. Dieses Paket wird von einem Boten des Dr. Heinz Hermann zum Schloss Black Mirror geschickt. Soll gegen 19 Uhr da sein. Problem ist, wir können hier nicht irgendwie die Zeit einsehen und auch nicht vorspulen lassen. Das heißt, es ist da, wenn es da ist, wenn das Spiel, wenn wir weit genug gespielt haben. In diesem Paket befinden sich die ja, letzten Habseligkeiten des kürzlich verstorbenen William, dessen Tod wir hier ein wenig investigieren. Und wir hoffen, dass da ein Schlüssel drin ist. Und zwar ein Ersatzschlüssel für genau diese Tür hier zum Turm. Das ist das Turmzimmer, in dem sich William in den letzten Monaten seines Lebens immer eingeschlossen hat. Man weiß nicht genau warum. Irgendwas hat er da gemacht, irgendwas rumgewerkelt, studiert, whatever. Und in diesem Zimmer hat er auch den Tod gefunden. Durch einen Sturz aus dem Fenster eben dieses Zimmers. Da wollen wir natürlich unbedingt rein, da können wir aber nicht rein, weil den Hauptschlüssel hat Victoria, die Witwe, zerstört. Aus Trauer und Unwillen. Und wir hoffen jetzt, dass der Ersatzschlüssel, dass William den Ersatzschlüssel noch bei sich hatte, als er verstorben ist. Und er entsprechend in den Habseligkeiten, also in dem Paket, was uns zugesendet wird, vorhanden ist. Da können wir erstmal nur warten, beziehungsweise ja, weitermachen. Der nächste Punkt, wo wir weitermachen könnten, war die Idee mit dem Foto. Denn wir haben auch ein seltsames Symbol gefunden am Turm, wo William gestorben ist. Das haben wir fotografiert mit unserer alten Kamera und Onkel Robert hat uns dafür auch Zugang zu seinen alten Filmrollen gegeben. Wir sind hier aber irgendwo in den 80ern, vielleicht Anfang 90er, auf jeden Fall uralte Zeiten. Wir müssen den Film erstmal entwickeln lassen. Das können wir hier im Schloss natürlich nicht machen, sondern irgendwo in der Stadt, Willow Creek, vermutlich bei einem Typen namens Murray. Wer das ist, wo der ist, werden wir hoffentlich noch sehen. Problem ist, wir durften auch noch nicht ins Städtchen Willow Creek, wir durften das Schloss nicht verlassen, weil wir irgendwas noch übersehen haben. Und was wir, respektive ich, übersehen haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, achso, eine coole Sache, die ich bei der Recherche, was ich denn übersehen habe, noch mitbekommen habe. Ich werde safe vergessen, aber ich will es mal erwähnt haben. Es gibt eine Art Mini-Shortcut über diese Karte hier. Wir haben ja die Karte des Landguts, wo wir später über diese Karte einfach direkt nach Willow Creek gehen können oder bezüglich von Warmhill und was sonst noch so alles aufploppen wird. Und wir können hier aber auch immer, selbst wenn wir schon im Schloss sind, auf das Schloss Big Mirror klicken und sind damit automatisch in der Eingangshalle. Ist jetzt so ein Semi-Shortcut, ne? Wenn wir nicht in die Nähe der Eingangshalle müssen, bringt uns das nichts. Aber wenn wir zum Beispiel von draußen in unser Zimmer müssen, können wir uns hier über diese Karte zumindest schon mal in die Eingangshalle beamen und haben die Hälfte des Weges gespart. Einmal erwähnt, ich werde es wahrscheinlich demnächst wieder vergessen, aber ich finde es cool, dass es irgendwie, dass das geht. Das ist mir früher nie aufgefallen. Was wir suchen, ist aber nicht hier drin, sondern es ist draußen. Und zwar hier am Turm. Ja, hier nochmal die Stelle im Zaun, wo William leider seinen Tod gefunden hat. Hier das Symbol, was wir fotografiert haben. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass hier noch ein Strauch ist. Und den können wir uns genauer angucken. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Spannend. Das sehe ich mir näher an. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Was könnte das sein? Ein seltsamer Gegenstand.
Den können wir uns im Inventar mal kurz angucken. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. So, und entweder können wir jetzt schon ins Städtchen, das war der Gegenstand, den wir noch suchen mussten. Ich würde aber vorschlagen, wir fragen nochmal alle Leute durch, so viele sind es jetzt auch nicht, die hier wohnen, ob irgendjemand was mit diesem Gegenstand anfangen kann. Morris, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Was möchten Sie, Sir? Ah, ja. Was können Sie mir dazu sagen? Mal sehen. Ein Stück hartes Gestein mit Symbolen drauf. Sieht ziemlich alt aus. Mehr weiß ich nicht. Haben Sie so etwas irgendwo hier gesehen? Im Schloss vielleicht? Nein. Sehen Sie, ich gehe selten ins Haus. Madame Victoria will es nicht. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der darüber etwas wissen könnte? Tja, es sieht alt aus. Vielleicht weiß dieser Blutsauger Murray etwas. Er kauft und verkauft Sachen, wissen Sie. Manchmal kommen Leute von weit her, um sich den Trödel in seinem Laden anzugucken. Weiß der Geier, woher er das alles bekommt. Danke. Ich werde ihn bestimmt aufsuchen. Kein Problem, Sir. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Okay, wir müssen also definitiv zu diesem Murray in der Stadt. Speaking of, ich bin selten im Schloss. Wir haben ja auch noch das Rätsel um die Weinflasche, was wir zumindest jetzt noch nicht klären können. Dass der gute Morris in seinem Stall hier eine sehr teure Weinflasche, eine unseres besten Jahrgangs aus dem hauseigenen oder schlosseigenen Weinkeller stehen hat. Und angeblich war das ein Geschenk. Ja, da sind wir noch nicht so sicher, da gucken wir mal. Wenn wir schon mal draußen sind, würde ich sagen, gehen wir zu, hier ist er noch, Henry, der Gärtner. Der müsste unten sein, ja. Das Laub brennt ganz schön lange, ne? Aber gut. So, Henry, der seit Ewigkeiten da seine Töpfe schrumpft. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Okay, cool. Kann ich das benutzen mit Henry? Nein. Okay, mit Henry können wir nicht drüber reden. Aber jetzt können wir hier einen coolen Shortcut, ich habe nämlich doch dran gedacht, benutzen. Denn ich will sofort in die Eingangshalle. Um von da aus mit Victoria zu quasseln. Vielleicht weiß die was. Oh, trink mal in Ruhe. Cheers. Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel. Sieh dir dieses Steinfragment an. Sagt es dir etwas? Nein, ich glaube nicht. Oh doch, ich habe etwas Ähnliches auf Williams Schreibtisch gesehen. Er war immer sehr vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nur nicht, was es damit auf sich hatte. Er hat nie darüber gesprochen. Ich rede später mit ihm. Ja, gut, Williams Schreibtisch ist halt auch in dem Zimmer, in das wir nicht reinkommen, ne? Dr. Herman, glaube ich nicht, dass der was weiß, aber solange noch hier rumstreucht. Herman hat versprochen, dass der... Ich muss pünktlich. Okay, da geht's uns nur um den Boden. Wir haben nur das eine im Sinn. Nur das Paket. Dann gehen wir noch zu Bates und wenn der uns helfen oder nicht helfen kann, dann können wir hoffentlich in die Stadt. Wir haben auch erstmal alles vom Schloss gesehen, denke ich. Bates, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Schnibbel, schnipp. Ich höre, Sir. Seltsames Objekt. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen, dort wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates.
Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Oh, okay. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Butler, ne? Butler sind meistens die Mörder oder es sind halt die Gärtner. Einer von beiden, also Henry oder er, einer von den Bars. Wir werden es noch rausfinden. Karte des Landguts, ich prüfe mal kurz. Wir können ja auch die Ländereien von McMurray anklicken, wo wir dann landen. Oh, geil. Also draußen, okay. Na, immerhin, war eine kleine Abkürzung zu Henry. So, jetzt können wir hoffentlich mit ihm reden. Während er immer noch mit seinem Topf beschäftigt ist. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir. Aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Ja, ich will Sie nicht länger stören. Okay, aber vielleicht lässt Murray ja mit sich reden. Vielleicht kommen wir ohne Pfandschein an das Ding. Das war hier mal ein sehr cooler Move. Warte, ich hab falsch geklickt. So. Zack. Jetzt können wir hoffentlich... Wir kommen nach Willow Creek, wir können, ja, tatsächlich, Kirche von Warm Hill können wir noch gar nicht auswählen. Dann gehen wir mal ein Städtchen Willow Creek. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja, es ist schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Sie muss Jahrhunderte alt sein. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Die Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Da erkennt man den Anliegen. Tür.
Es ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Er beobachtet die Wasseroberfläche genau. Entschuldigung, darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Fisch. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Hat irgendwie so eine typische Anglerstimme. Ja, gut, das beschreiben soll. Gehen wir mal zum Pub. Hier fehlt da jemand mit Ball. Aber wir gucken uns erstmal in den Speiseplan. Was gibt's denn heute? Die Tageskarte. Sahnegeschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Leer. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Es müsste mal ausgeleert werden. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Los, Wäsche. KDM, Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie sind auf jeden Fall noch voller Bier. Hat Harry keine Angst, dass sie geklaut werden? Hallo Saskia, Adolf hier. Schön, dass du da bist. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Aber gut. Wir haben uns lange drum gedrückt. Mit dem Ball sollte er aufpassen.